Die SPD regiert jetzt 10 Jahre. Zeit, Bilanz zu ziehen. Die Wählerinnen und Wähler haben das bereits getan. Sie haben sich in großer Schar abgewandt. Auch die Mitglieder sind unzufrieden. Mehrere hunderttausend haben die Partei verlassen. Das hat Gründe. Schauen wir auf die soziale Lage. Löhne, Renten und soziale Leistungen sind in den letzten Jahren nicht gestiegen, sondern eher gefallen. Das hätte sich früher niemand vorstellen können, wenn Sozialdemokraten regieren. Aber auch in der Außenpolitik hat die SPD die Friedenspolitik Willy Brandts verlassen. Er sagte, von deutschem Boden soll niemals wieder Krieg ausgehen. Jetzt steht die Bundeswehr in Afghanistan. Viele unschuldige Menschen kommen ums Leben. Wir, die Deutschen, stehen in der Verantwortung, die SPD gleich mit. Das hätte sich vor einigen Jahren niemand vorstellen können.